Mit diesem pflanzlichen Gel könnt ihr eurem Körper etwas Gutes tun und ihn pflegen, ohne ihn dabei mit irgendwelchen Chemikalien oder sonstigen chemischen Mittelchen oder Rückständen zu belasten. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Um dieses Aloe Vera Gel herzustellen, benötigt ihr eine Aloe Vera Pflanze, die mindestens 3 Jahre alt ist und sie sollte schon 12 Blätter haben. Da könnt ihr dann die größten Blätter mit einem scharfen Spitzenmesser abschneiden und dann legt ihr die am besten in ein Glas Wasser. Ich habe da eine Masse genommen und die dann für 12 bis 24 Stunden eingeweicht bzw. da drin stehen lassen, damit die Blätter diese gelbliche Flüssigkeit absondern. Die ist aloinhaltig und das ist der Fraßschutz der Aloe Vera. Und die kann für Hautreizungen sorgen bzw. wirkt auch abführend. Deshalb ist es halt besser, wenn man die jetzt nicht unbedingt in einem Gel drin habt, die halt auch für die Körperpflege zum Beispiel auch genutzt werden kann. Wenn ihr die 24 Stunden zum Beispiel, wie ich das jetzt gemacht habe, abgelaufen sind, dann könntet ihr mit einem Scharfmesser eine Blattseite leicht wegschaben. Und dann könnt ihr mit einem Löffel das Gel rausschaben. Ich habe das jetzt dann zum Beispiel in ein Glas gemacht und mit einem Stabmixer dann alles püriert, bis ihr dann so eine homogene Masse habt. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr dann fortfahren könnt, um es länger haltbar zu machen. Könnt ihr zum Beispiel Eiswürfel draus machen, das heißt, ihr füllt das Gel in ja, so Eiswürfel-Guss-Schablonen, sage ich mal, rein. Die könnt ihr dann in die Gefriertruhe reintun. Anderes, was ich jetzt gemacht habe, ich habe halt dann ein Glas, wie zum Beispiel beim Einmachen, sterilisiert. Das heißt, ich habe es im Backofen getan für fast eine Stunde bei 100 Grad. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und da könnt ihr dann auch das Gel, dann, nachdem es abgekühlt ist, dann einführen. Dann ist es steril und haltet auch so etwas länger, denke ich mir. Sonst, was ihr auch machen könnt, ist Vitamin C oder auch Vitamin E-Tropfen mit reintun. Da ungefähr 15 Tropfen von dem Vitamin E-Öl oder auch 1 Gramm auf 100 Gramm Aloe Vera, bei beiden Sachen auf 100 Gramm von diesem Gel, durch die Antioxidantien in Vitamin C und Vitamin E, dann oxidiert das nicht so schnell und ist auch nochmal länger haltbar. Das Aloe Vera Gel eignet sich besonders bei trockener Haut als Feuchtigkeitsspender. Auch wenn ihr einen Sonnenbrand habt, dann könnt ihr dies damit auch etwas lindern. Bei Insektenstichen, vor allem im Sommer bei den ganzen Mücken, könnt ihr das auch zum Einsatz nehmen. Und auch bei kleinen Wunden eignet sich das auch hervorragend für die Wundheilung. Sofern ihr jetzt nicht so viel Erfahrung mit der schleimfreien Heilkost bzw. mit dem Fasten habt, um einfach den Körper selbst dazu anzuringen. Also ich persönlich brauche das Ganze nicht mehr. Meine Haut ist schon ziemlich weich und Sonnenbrände heilen bei mir auch ziemlich gut. Aber einfach nur für den Übergang, wenn die Entgiftungen zu stark sind und die allgemein der Körper ein bisschen überlastet ist, dann kann man das so ein natürliches Hausmittel auch nochmal benutzen, um seine Entgiftungsprobleme bzw. Erscheinungen noch ein bisschen in den Griff zu bekommen, die sich jetzt zum Beispiel bei der Haut so äußern oder auch beim Sonnenbrand. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, in den Kommentaren von euch zu hören. Das hilft erstens mir. Ich freue mich da auf jeden Kommentar. Und natürlich auch wegen dem YouTube-Algorithmus. Da wird mein Kanal bzw. meine Videos auch anderen Leuten vorgeschlagen. Und es hilft mir natürlich auch weiter
hin zu wachsen. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, um mich, um das Projekt weiter zu unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.